So, ich habe mir ja nur gerade mein Auto gegönnt. So, okay, kurz. Weiter geht's mit GTA und heute machen wir ein bisschen mit Vorbereitung für die nächsten Überfallmissionen, dafür mit der Insel. Wo müssen wir hin, Ivan? Hab ich gerade schon eine Markierung gesetzt. Okay. Pff, super. Ich fahre euch mal hinterher. Zerstöre die Vorratskiste. Nein, machen wir jetzt nicht. So. Lauf auf. Ihr seid schon gut fix unterwegs da vorne. Ja gut, ja, wahrscheinlich auch das absolut schnellere Auto. Ich habe den leider nicht aus Geldgründen nicht so ganz hier voll tunen können. Fehlt halt ein bisschen Kohle. Schnee wirkt das alles viel anders hier, die Szenerie. Ja. Wirkt nicht mehr so eintönig. Ja gut, natürlich ist es ja nicht, es wird ja nicht langweilig, aber es wirkt anders. Ich denke, das würde dann passieren, wenn du merkst, dass wenn der Schnee das ganze Jahr da ist, würdest du auch immer sagen, oh, es ist ziemlich eintönig. Das ist halt was Ungewohntes. Nee, ich meine normalerweise, wenn hier kein Schnee ist, finde ich die Strecke hier ziemlich eintönig. Eine Wir Sache. sind jetzt nett und warten auf Kev. Wäre nett, weil. Du kannst du auch mit Boot fahren, musst nicht rüberschwimmen. Ja, es wäre nett. Ich beeile mich gerade noch unterwegs. Ui! Ach Gott, wie bescheuert sah das gerade aus, ey. Ist ausgestiegen. Ja, sind das Fahrzeuge. Ja. So Warte schön. mal, wo muss ich denn überhaupt jetzt hin, Zeug? Ach, da oben. Ist so, er macht sich für sicher gleich an mich wieder ran und zack, ist der Markus wieder. Ich kenne dich schon allzu gut. Hä? Nam 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 nam. Oh ja. Was? Eingepackt. Perfekt eingepackt. Eisig. Oh.
fort. Nicht zu dem Punkt fahren. Ich dachte, der Punkt wäre das. Hä? Ist der irgendwo raus? Ah, der kann sein, dass ich den gerade rausgenommen habe. Aus Versehen. Weil ich seh's euch das U-Boot nicht. So, Mitarbeiter einstellen. Da ist es. Nur grün wieder. Eieiei. Da ist es. Da ist es, und erstmal oben drauf fahren, aha. Diesmal habe ich auch genug Dings mit dabei. Genug Tauchergeräte dabei. Atemgeräte dabei. Ich habe extra jetzt mal was gekauft, wo ich ein bisschen alleine gedaddelt habe. So, einmal antreten. So, der Weihnachtsmann entert das U-Boot. Vor allem das rote U-Boot, das passt irgendwie zum Weihnachtsmann. Na, das ist das Weihnachts-U-Boot. Ja, wie lange willst du so oben noch stehen haben, dass... Aber geht das irgendwie so, weg, oder ist das wieder das Backelkriegen? So heißt die neue Folge, Kev, das Weihnachtsboot. Keine Ahnung, ne, die wird dann, wenn dann wieder das wie die... Ja, wie die, Eieiei. Ich hab mich verschluckt, Entschuldigung. Ja, ja, sag mal. Seid ihr überhaupt mein CEO? Ich weiß es nicht. Ja. Ich hab grad angenommen, ja. Ich hab nämlich immer noch hier, CEO, du bist jetzt der CEO von LexCorp, immer noch in der Folge meiner Fresse sitzen. Ach, jetzt kommt hier neue Mitarbeiter. Okay, sind nur zwei, was halt noch. Halt die Babbeln, hab ich gesagt. Was gucken wir als nächstes, Mr. Quasselkopp? Ja. Ein Fahrzeug kommt noch und dann kommt das nächste, okay. Boot Longfin muss mir das besorgen, okay. Longfin! Sag ich auch, wenn ihr ruhig bereit seid, ne? Wir sind bereit! Ja. Findet sich das denn überhaupt? Oh geil, zum Polizei. Du hast immer noch ein Atemgerät in der Maske. Du auch. Das stimmt. Ah ja, stimmt, klar, sehe ich. Begib dich zum Vespucci-Polizeirevier. Na dann. Fahren wir mit dem U-Boot hoch, oder was? Ja, ich fahre jetzt ein bisschen näher ran. Okay. Jetzt müssen wir ja komplett drumherum wieder latschen. Hubschrauber und Gutes, aber okay. Wir haben ja leider nur ein, zwei Sitzer. Dann bin ich ja nicht. Wir können auch nie die anfordern. Ein Basalt oder so. Ist doch nicht das Problem. Einer der wird dann aber auf dem Land gespawnt. Ja, klar. Wieso, sind wir da oder was? Dass wir raus können? Fahren wir mal ein bisschen. Geht doch fahren, mal gucken. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Aha. Da steht irgendwo eine Yacht. Stopp. So, jetzt müssen wir genug am Land sein, also in der Nähe von Land. Ich will ja nicht hier auf den Strand fahren, ey. Nicht? Wieso hab ich das Atemgerät schon wieder auf, ey? Ich hab das doch genommen. So. Aber aussteigen. So. Fliegen, wollte ich gerade sagen.
glaube, wir mussten einen LKW klauen, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Um das Boot mitzukriegen. Na, ich. Meine mich da langsam dran zu erinnern. Ich hole mir gerade ein gepanzertes Fahrzeug an für den Fall, dass wir da. Für den. Kannst du auch für mich wegzuschieben? Mechaniker, so. Mal einen Kuchen mal anfordern. Auto kommt. Also laufen alle hinten noch mit den Badeklamotten drum und so ein Scheiß. Okay, Auto steht irgendwo da hinten. Stimmt, oben auf dem Parkplatz oder so. Warum der denn nicht einfach an die Wand stellt? Warum? Das wäre zu einfach. Ja, ich sehe schon, wo er steht. Wer mein Auto mit Schnee bewirft, der kriegt's drauf. Komm, steig ein. Ja, jetzt mach doch die Tür auf und steig doch eigentlich mal. Ja. Manche Raktor, ihr bringt mich unter den Wagen. Warte mal, da kann ich mich entscheiden, ob ich rechts oder links fahre. Aber ich fahr geradeaus durch. Ach, leck mich doch. Du brauchst ein Fahrzeug, was auf dem was im Boot anhängt. Warte. Ja. Mark, kann man mal wieder mal. Wir brauchen einen LKW. Ja, alles gut. Ich hab da das gesehen. Ich hab's markiert. Hm? Bin schon unterwegs zurück. Ich sehe die LKWs auf der Karte. Hier bin ich auch zwei Stück. Brauchen wir einen oder brauchen wir zwei? Einen, wenn wir nicht. Wir brauchen jetzt ja nur ein Boot. Weil, wie gesagt, mehrere markiert sind, aber. Aber wer fährt das Ding und der Beschuss ist die Frage. Mir ist es egal. Ich kann. Markus, fährst du oder soll ich fahren? Ja, ich fahre. Okay. Ich helfe dir dann quasi mit dem. Mit dem Auto hinterher. Mhm. Das ist arschrutschig gerade hier. Und dann auch noch mit dem LKW fahren. Ach, wir haben jetzt. Ach, wir haben in der unserer kleinen Spezialfolge haben wir einen LKW geklaut. Ein Tanklaster durch die Gegend gefahren. Das geht schon alles. Entschuldigung. So, der Heli, der da gerade auf dem Weg, auf der Karte rum ist, der ist für mich gerade relativ uninteressant. Wo steht der denn da? Fahr doch nicht rüber, Alter, du Idiot. Ich hasse das, wenn die KI dann ohne zu gucken einfach rüberzieht. Hat er mir gerade den Schneeball nach 100 Leuten geworfen oder was? Nö. Es hört sich gerade so an, als wäre da irgendwas. Weil die Leute so ganz schön schreien. Ach, hier stehen die beiden niemand, okay. Achso, ich hätte dich direkt auf den Platz gefahren, Markus. Wir sollten auf jeden Fall Markus vorfahren lassen, ne? Ja, ich setz mich dahinter. Aber so weißt du, er sagt dann an, wo er uns braucht. Wenn er sagt, er möchte lieber, dass wir da vorne fahren, dann fahren wir vorne. Aber ich bin mit dem Kurum um einiges wendiger, als mit, zum Beispiel mit dem Insurgent. Och, geh mir doch noch nicht auf die Nüsse. Scheiß KI.
Ich wüsste nie, dass LKW so schnell fahren können. Das ist völlig nicht einfach gerade. Selber schuld. So. Die Frage ist, was müssen wir machen? Wollen wir die jetzt wegschießen sollen, alle komplett erstmal? Kommen wir mal neue warten. Finde eine Zugmaschine, warte bis der Anhänger komplett. Okay. Hier steht das Boot. Hier rechts. Die Frage ist, kommst du da ohne Probleme rein oder? Okay, es ist Polizei auf jeden Fall. Was erwartet? Markus, hinter dir? Ja. Okay. Erstmal müssen wir jetzt hier die Dinger Mhm. Also du hast halt ein Bootanhänger, ne? Das ist schwierig. Da jetzt eine geeignete Stelle zu finden. Ein Kanal wird wahrscheinlich nicht so einfach sein zu passen mit dem Ding. Ja. Einer mal hinter uns. Scheiße. So, der wird nicht mehr viel machen können. Scheiß auf die Reifen schießen, wird dir nichts bringen. Das Problem ist, mit dem LKW kann ich nicht einfach mal so in den Untergrund fahren. Ja, schon klar. Das war das, was ich gerade gemeint habe. Im Kanal wird ein bisschen schwierig werden. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn die da anfangen, Dinger zu legen. Das dann wegen den Reifen, weil die sind, glaube ich, wahrscheinlich nicht schussfest. Lieber auf jeden Fall besser als das letzte Mal mit den anderen. Lieber auf jeden Fall besser als mit den anderen. Wir haben zweimal einen LKW geschrottet. Ja, ich spiele solche Missionen halt gerne lieber dann, wenn ich mit Leuten, mit denen ich kenne, mit denen ich auch mich unterhalten kann, schon mit Randys. Wendys. Konnten wir uns ja unterhalten, aber trotzdem haben sie es total versemmelt. Ich finde aber auch keine Straße, wo ich mal keinen Kopf habe. Ja, wir haben drei Sterne, ne? Du hättest hier gerade ausfahren können, dann wärst du, glaube ich, unten gewesen. Aber, warte mal, ich überlege gerade, wo wir lang könnten. Ach Gott, geh mich auf den Sack. Ja, du bist jetzt am Flughafen, du bist jetzt genau in der Falle drin. Da ist Thomas, der ist online. Alter, wird wahrscheinlich was anderes spielen. Hat er gesagt, dass er bis zum 7. nicht da ist. Ja, alles gut. Ja, oh, der hat zwar seinen Playstation mitgespielt, aber als bei seinen Eltern. Alles gut? Nicht so aktiv. Oh. Wie gesagt, geplant ist ja momentan ohne ihn. Genau, fahren wir da runter. Du bist nicht hier runtergefahren in den Kanal. Wäre es nicht gegangen? Weil ich dann Angst habe, umzukippen oder so. Jetzt ist es weg.
Bei dir oder was? Ist die Kopf weg? Ja, bei mir ist Kopf weg. Okay. Dann lassen wir dich jetzt gerade im Moment alleine, weil wir ziehen mal gerade die Kopf ein bisschen raus. Ja. Ihr könnt ja jetzt euch irgendwo verstecken. Das ist der Plan an der Sache jetzt. Tschüss. Ich sehe die Bahnschiene. Ich muss jetzt nur hier irgendwie draufkommen. Ach, ab da von mir. Ups. So. Guck mal gerade. Ah, hier sind wir, okay. So, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass wir die jetzt mal los sind. Die sind über uns, das ist ja gerade unwichtig. Ja, wir sind auch los. Wo bist du denn jetzt gelandet? Langsam fühlt sich das auch so ein bisschen. Hier unten bist du. Oder? Wer ist? Kusatka? Warte mal. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da unten. Markus, pass auf, du kriegst einen Heli als Besuch. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie dramatisch der Heli da bei dir jetzt ist. Hey, das Bullet! Hä? Das Bullet aus der Sonntagsliga. Oh ja. Bullet. Kannst du auch einladen, wir können ihn ja zusammen mit dazu nehmen. Dann haben wir wenigstens einen vierten Spieler, wenn du Bock hast. Ah, deswegen ist der auf unseren Server gekommen. Warte mal, ich komme zu dir. Bleib mal da, wo du bist. Warte mal, ich kann ja mal hier zu der Party mit einladen. Ja, mach mal. Der Alex. Warte mal, dann mache ich jetzt gleich kurz den Folgenende. Ich komme gerade nur zu euch. Dann weiß er, dass wir mit auch dabei sind. Weil ich dachte mir, du hast ein Heli auf jeden Fall bei dir gehabt. Ich habe noch nicht gesehen, wer es war. Ja, nee. Alex. Moin, Bullet. Wo bist du? Hier bist du, hey Markus. Der spricht gerade nicht. Bullet? Er ist gerade in die Party gekommen auf jeden Fall. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Aber er spricht gerade nicht. Moin. Moin. Oh, da ist er doch. Bullet. Ich hab Markus gerade noch gewarnt. Pass auf, da kommt ein Heli auf dich zu. Und dann dachte er, das ist der Bullet. Die Panik. Ja, wir machen gerade ein bisschen Mission. Willst du mitmachen? Ja, kann ich machen. Ja, wunderbar. Dann sind wir am vierten Spieler. Dann musst du da kurz... Baby, laden wir kurz mit zum CEO mit ein, wenn das geht. Der ist schwierig dann, ne? Ach, wegen... Warum ist das schwierig? Ja, ich kann Spiele auf Arbeit suchen, Freunde, Crewmitglieder und... Ja, musst du Freunde... und an der Nähe, ne? Ja, kann sein, dass das ist. Und dann haben wir meist die ganzen Leute drin, im schlimmsten Fall. Ich glaube, so viele sind nicht online gerade, also nicht hier in der Nähe. Ich drück mal in der Nähe, ich kann ja Leute auch aufschmeißen. Ja, eben. Zu eingefallen. Warte mal, dann mach ich mal kurz im Ende.